pouquinho? Ok. Pouca fome. Da ist die normale Strecksehne. Mhm. Hier kommen denn die Narben und Macken, mhm, wo sie ganz durch war. Ne? Aber man sieht, dass sie ja schon verbunden ist hier. Mhm. Ist ja keine Lücke mehr drin. Mhm. Und also ein bisschen, hier, so ein bisschen seitlich auch, ne? Ist es auch schon wie, ganz. Wie breit ist denn die Sehne insgesamt? Nicht dieser weiße Zentimeter ungefähr. Nee, nicht, jetzt nicht dieser weiße Strich da, sondern. Der da drüber, dazwischen. Also über da ist noch alles Narbe und da ist es jetzt schon wieder besser. Da. Also wir sind, haben so 5 cm Narbe ungefähr. Das ist das da jetzt. Ja, da ist es wieder gut. Jetzt, mhm, von rechts kommt, ne? Da im, mhm, Bild oben. Da ist die Sehne wieder fest. Hier kommen da, die Macken. Diese kleine Wolke da ist. Genau. Und jetzt von links kommt, da ist er auch wieder fest. Mhm. Also das jetzt verbindet sich, das Stück verbindet sich. Genau, das muss ich jetzt verbinden. Da haben wir jetzt diese weiße Linie unten drunter. So ist es ja jetzt fast schon gut. Also von, ja, der Seite, die untere Hälfte der Sehne, die sieht schon gut aus. Oben die Oberseite, die ist noch nicht so ganz. Ja, das war da, wo genäht wurde, wo das, ja, angesetzt wurde. Ja, genau. Und ist das jetzt vom Verlauf gut, oder? Das ist sehr schnell. Also, aber das liegt zum einen sicherlich an dem Zeugs und zum anderen auch daran, dass hier noch ein junges Pferd ist. Mhm.
Je jünger, desto mehr Wachstumshormone und so weiter. Egal, Hauptsache hält. Sonst bringe ich von der Arbeit noch ein paar Thrombosestrümpfe mit, ein paar ausrangierte. Aber jetzt so eine Halbschale hier machen vielleicht. Leute, durchdrücken, Alter. Das ist das, was er so hochbeult. Ja, ja, genau. Und man sieht, dass da so die Fasern so hochlaufen nach oben. Die sind noch nicht richtig ausgerichtet. Das ist die gerade Sehne. Also da oben, da sieht es gut aus. Da, ne? Mhm. Das ist alles gut. Also der dunkle Fleck da, der hat nichts zu sagen, das ist ein Anguckungsproblem, da müsste ich das Fell hier rasieren. Das werde ich natürlich jetzt nicht machen. Da wird es jetzt dicker, die Sehne. Hier wird sie narbig. So. Und da nach unten wird es wieder glatter und dünner. Geht doch. Nur noch durchtreten. Ne? Wenn ich jetzt den Faserverlauf genau links treffe, dann. Da ist es narbig. Da ist es wieder glatt. Aber die hat auf jeden Fall schon mal Verbindung, die Sehne. Da ist kein Loch. Jetzt gehe ich mal einmal quer drüber. Das ist ein bisschen schwieriger zu interpretieren. Da muss ich einmal die das Andockkissen dazwischen machen. Aber es ist schon sehr gut, also es sitzt schon sehr schön zusammen. Ne? Mhm. Dafür, dass da ein richtiges Loch drin war. Mhm. So, wann fängt man dann die Therapie an, falls wir sie dann irgendwie eher geben sollten? Was macht man da? Wie beginnt man damit? Wenn man eigentlich sagen kann, dass ein Großteil der Sehne zumindest von der Form her wiederhergestellt ist, ne? Nur noch nicht vom Faserverlauf.
Hier sieht man ja, dass der links ist es glatt, parallel die Phase. Mhm. Dann kommt hier dieses Gekrüsel. Mhm. Und wenn ich das jetzt quer fahre, jetzt ist ja das quasi Querschnitt. Unten der weiße Bogen ist der Knochen, das Röhrbein. Mhm. Jetzt auch mal gucken. Guck mal auf. Lass mal. Man so diese Welle in dem Röhrbein da drin. Das ist aber keine Macke, sondern das ist so eine Rille, die da immer ist, wo die innere Strecksehne durchläuft. Ein bisschen seitlicher. Hier sieht es schon ganz gut aus. Da, da ist schon die Form fast wieder glatt. Ne? Mhm. Ist nur hier noch, ja, da ist noch ein Name. Ist nur hauptsächlich noch da rechts am Bildrand dieses verkorkste Gewebe da, sage ich mal. Ne? Also das Narbengewebe, wo die Fasern eben ungerichtet sind und nicht halten würden, wie die jetzt Sportliches macht. Ja, sonst sieht das schon gut aus. Also müssen wir doch hier wirklich da, die Säule ist anders.